ist noch irgendein. Oder ist das da, wo wir waren? Nee, das ist eine andere, ne? Ja, Gesandte nachkommen. Nein, das ist da, wo wir waren. Das ist echt? Hier auch der Hirsch. Ah ja. Da war. Okay. Ich dachte, das wäre ein anderer. Und hier sieht es auch irgendwie sehr viel Licht aus. Nein, stimmt nicht. Hier ist. Das hier ist ein anderer. Das ist ein anderer. Funktioniert aber offensichtlich genauso, wenn du mit den Göttern telefonieren willst. Oh. Das ist auch Herz bekommen. Der holt nämlich sonst andere, wenn wir den nicht können. Ah, okay. Ja, Mattes, spielst du denn jetzt mit oder nicht? Er hat doch schon nicht das Spiel gestartet. Ja, weiß ich doch nicht. Natürlich hat er das Passwort. Das Passwort ist doch immer dasselbe. Aber er spielt doch bei keinem Spiel mit, wo er ein Passwort braucht. Ah, verdammt, stimmt. Jetzt frag dich, wer hat das Passwort. Du hast es ihm gerade geschickt, natürlich. Oh, meinst du schon? Nein, doch. Oh. Hör auf, das machen wir schon auf Arbeit immer. Komm. Nein, komm. Doch. Oh. Ja, wohin? Du läufst die ganze Zeit um mich rum. Ich geh auf der Arbeit die ganze Zeit so. Echt? Ja. Das ist aber okkult. Du, haben wir so Mattes, gut erfunden. Mattes, wenn ich das Dach mache, kann ich dann Holzboden als Dachboden auch nehmen oder so? Warum kann ich denn nicht beitreten? Sag mir eh mal wieder. Na, du brauchst die IP. Gib mir ja, die IP, hab ich doch schon längst. Vielleicht hast du die verschrieben. Und das leuchtet doch hier noch. Als wenn hier was liegen würde. Ah, da hier liegt eine Steinaxt. Ja. Die ist kaputt, die habe ich hingelegt. Beide kaputt. Ich habe keine Ahnung, wie das da hinbauen. Wie baue ich da wieder was hin? Außerdem sehe ich nichts. Wie wäre es dann mal hier? Ja, aber ich darf da gern oben. Ich muss. Weil einfach jetzt nur doch auf. Oder du nimmst. Dann mache ich es einfach so. Schauen wir mal, ob sie jetzt genug Schutz hat, weil die braucht einen Schutz, ne? Die hier! Ja, da die Werkbank geht! Die Werkbank geht! Der ist sehr Schutz. Ich fange an zu frieren. Wo haben wir das Feuer? Ah, du kannst ein Holzschild, ein Hacke, ein Hammer. Das verstehe ich jetzt aber nicht. Was denn? Was denn? Ich will beitreten, dann steht da gebannt. Hä? Ach, verdammt, ja, ich brauch deine Dings, Team-IP. Sonst kommst du nicht auf. Du musst ja erstmal freischalten. Ich muss dich erst freischalten, sonst kommst du nicht drauf. Ich brauch deine. Du kommst da nicht rein. Habe ich total vergessen. Aber die habe ich doch von Empyrean. Ich brauch die doch nur zu kopieren. Ah, den Empyrean-Server gibt's aber nicht mehr. Nee, dann musstest du mir nochmal schicken. Schicke mit Nuggets. Schick sie mir über TS. Das ist auf einem anderen Bildschirm, das sieht auch keiner. Ich bleibe jetzt da stehen, weil da ist mir nicht kalt. Hat der Steine? Nee. Wir brauchen ein Lagerfeuer. Wieso? Du kannst auch dann neben an der Kochstelle gehen, da wird ja auch. Reicht das auch, oder was? Das reicht auch. Steinachsbogen, Hammer, Hacke. Ja, mit der Hacke kannst du den Boden bearbeiten, ne? Du kannst nicht Stein abbauen. Warum haust du die Feuerstelle alle ja? Ich hau die nicht, sondern. Du denn? Wie kann Steam man diese 64 Steine abbauen? Kiste. Ich baue Kiste. Schaut nicht. Haha, Schurke. Sehr gut. Jetzt können wir nämlich die Kiste befüllen. Öffnen. Jemand anderes. Zack. So schnell kannst du gar nicht schauen. Schließt du sie. Zack, der Leder. Ja, ja, so ist das. Frauenhalm. Entschuldigung. Genauso gehe ich jetzt auch zur Kochstecke. Es ist nicht schön, aber zweckmäßig. Oh, jetzt kocht er was, was ich reingetan habe. Ja, ich habe jetzt auch das eine da, aber was? Ja. Wie kriege ich das Zeug denn dann weggenommen? Wenn er es gleich nochmal
Sicht musst du nochmal Gegenstand kochen, also nochmal E drücken, wenn und du dann die Kochstelle anguckst und dann nimmt er das weg. Ah. So geschickt habe ich dir. Du hast keine kochbaren Gegenstände, aha. Achso, die muss man zuerst ins Inventar tun. Warum quietscht das, wenn ich es wegnehme? Ich habe keine Ahnung. Wieso, habt ihr schon Fleisch oder was? Ich habe Fleisch, ja. Ja, Max. Ah. So, ich muss jetzt mal. Wo ist TS? TS, TS? Ich hab keine Ahnung, ich kann ja nichts, ich habe ja nichts drin. Hauptsache, du hast es auf dem anderen Bildschirm laufen. Was hab ich jetzt? Ja, nee, ich schieb's jetzt gerade mal in den öffentlichen Video rein. Danke. Tastatur, geh mal an. So, Copy. Einen irrenden Geschmack. Ich hoffe doch, das kann ich machen, ohne dass ich den Server neu starte, oder? Nochmal so eine Whitelist editieren, das muss doch auch so gehen. Das kann ich nicht sagen. Boot Era Demonstrandum. So, save. Wo gehen, was willst so, du versuch's von mir? Nochmal. Hallen und hohe Befestigungen. Wenn du echt eine Bergbank mit anderen Dingen herstellen kannst. Hab ich gemacht. Wieso willst du warum machen? Warum redet denn Hugin schon wieder mit dir? Mit mir redet er nicht mehr so. Er hat nur gesagt, ich kann jetzt eine Werkbank machen. So, ja, danke, weiß ich schon. Na, voll die Eingebung. Ach, der taucht öfters auf. Ja, ja. Hugin etwa. Was Matthias, da ist ein Stein, den hätte man ganz gern weg. Oh! Freeway. I have arrived. Hast du Freeway? Wer heißt denn Freeway? Matthias heißt Freeway. Freeway. Oh, jetzt muss ich mir den blöden Text wieder anhören hier. Bloß das ist, weil er immer so schnell ist, weißt du? Ich hätte auch einfach schon einen anderen Charakter nehmen können, der schon viel weiter ist, aber das wäre blöd. Ja. Das stimmt, da hast du recht. Da habe ich ja schon fast alles. Ja, das spielen wir jetzt immer sonntags. Mal wieder sonntags? Kommt die Erinnerung. Oder wenn du mitspielen willst, kann man das auch im Samstag spielen. Ich meine, das war eine Andeutung. Findest du überhaupt her? Untertitel, das war eine Andeutung. Nein. Klammern. Nein. Hand bleibt auf dem Samstag. Ach so, Schatz, hör mal, wenn sie entfernst, frierst, man muss ja gar nicht ganz zum Feuer gehen, sondern nur in einen Umkreis. Das kann man den Umkreis sehen? Ja, ja, oben, neben der Map, gehst du mal weg, ist Kälte, gehst du so wie das Feuer. Ah! Wie gesagt? Ja, ich bin bei dir, ja, ich verstehe es. Ist cool. Okay, man braucht also nicht direkt dran stehen zu bleiben. Ja, genau, also nicht so wie in Miscreated. Man denkt also, bei euren Baukonstruktionen an die Physik, ne? Noch nicht, aber. Ich glaube, Mathis, da fliegt gerade ein Rabe zu dir. Ich habe den nämlich gerade an uns vorbeifliegen sehen. Kann echt, so an dem Mond, so IT, ET-mäßig, weiß schon, ET-Film, so am Mond vorbei, der Mattes mit dem Raben, so. Ah, weißt du, was wir jetzt baut haben? Das wäre lustig. Eine Hacke. Damit kann man, glaube ich, nämlich den Boden gerade machen. Nee, das glaubst du nur. Das steht zwar in der Beschreibung auch drin, aber sonst glaubst du es nur. Das ist jetzt nicht möglich. Da brauchst du aber schon wieder Stein für. Na, hast du eine Ahnung. Boden einnehmen, Boden erhöhen und befestigen. Oh, ich habe jede Menge kaputte Aktien. Aktien gekauft. Ich habe Aktien gekauft, genau. Ich habe Aktien gekauft. Repariermodus. Oh, Schatz. Oh, du alter Gräber. Irgendwie wird das nicht gerade. Nein. Ja, ich traue nur nicht so, nicht, dass ich da riesen Loch grabe. Ah, jetzt. Es wird aber flacher. Ja, ja. Jetzt wird es flacher. Wie macht man die? Wo macht man die? Die in an der Werkbank. In der Werkbank. Zur Werkbank E drücken, da musst du aber Stein für haben. Oh, ich kann mir auch einen Bogen machen. Wirklich? Hm. Ja. Bambogen. Muss ich dann Hammer in der Hand haben? Nee. Da fehlen mir noch 5 Lederreste, oder? Ja. Zerlumpte Hemdbogen. Bogen fehlen mir nur 8 Lederreste. Holzpfeile. Aha. Keule, Hammer, Hacke. Upgrade.
Palumpt. Aha, Steinachs. Ah, die kann man upgraden. Drei Stein. Nee. Rot hast, geht nicht. Mathis, hast du noch Mathis Max, meine ich. Ja, was denn? Mathis Max. Steine? Ist dir auch passiert, Papa, also lass mich. Mathis Max, Max, Mathis. Deine Steine, Moment, du musst du mal schauen. Hab ich Steine? Ich hab Steine, ja, zwei. Kannst du die haben? Dann mach ich mir nämlich auch eine Hake. Ja, ich leg's jetzt mal. Das ist der andere Schrank. Vor mir hin. Danke. Ah, jetzt wird wieder Tag. Du, Mathis, wir würden ganz gerne Steine hacken. Was müssen wir dafür tun? Wo bist denn du überhaupt? Noch nicht in eurer Nähe. Okay, aber sagen kannst du es uns schon mal. Wir möchten gerne Steine hacken. Soll ich euch das wirklich verraten? Nee, das ist. Wir kommen uns zu sechs durch Japan. Oh, ich kann jetzt ein Floß bauen. Das macht am Land sehr viel Sinn, ja? Ja, ich also, sag, wie kann man jetzt Steine farmen? Ah. Weißt du selber nicht mehr. Doch, aber es ist schon wieder zu viel verraten. Ja, dann verrat's nicht. Nein, los muss. Das finde ich gut. Wir hatten Max, einen Kassenfahrt, das ist cool. Nimm dir mal ein Beispiel daran. Das mit den Steinen, das kommt ein bisschen. Ja, komm, dauert nicht allzu lange, aber es kommt. Ja, geht dann los, was ist. So, jetzt muss ich mal überlegen. Ich mache mal einen Hammer. Wenn er sagt, Statik ist wichtig, dann muss man doch auch irgendwie Holzpfosten. Ja, kann man. Holzpfosten kann man bauen. Okay. Sehr schön. Am Anfang ist das mit den Steinen immer so ein bisschen. Ich gebe jetzt einfach mal da ein paar Sachen rein, da, ne? Was ich damit brauche. Hey, cool. Guck mal. Du kannst sogar so einen Holzpfosten bauen, der das Dach stützt. Wirklich? Ja, guck hinter dir. Ja, und also, das darf mich interessieren, wenn man dann die stabile Integrität sieht. Indem man rechts geht, ja, dann gehst du auf so ein Untermenü, dann gehst du wieder auf ein Untermenü, dann drückst du noch ein Untermenü und dann siehst du die. Ah, ne, das also, war Empyrean, Entschuldigung, also, habe ich verwechselt. Also gar nicht. Ja, gar nicht. Doch, die siehst du. Wenn es zusammenbricht, ne? Nein, du siehst die an einer gewissen Stelle, muss ich aber selber erst wieder gucken, wie das war. Hugi ist da! Ich wollte euch nur sagen, gell? Hallo, Hugi! Bett benötigt ein Dach, jetzt kann er mit einem Arsch lecken. Ein Kopfpolster für die Erschöpfung. Verbringe die Nacht in deinem Bett, um gestärkt mit voller Energie zu erwachen. Eine weitere Verbesserung deines Eigenheims würden ein paar Kisten darstellen, in denen du Gegenstände lagern kannst. Es ist nie verkehrt, immer ein wenig Ersatzausrüstung vorrätig zu haben. Nur für den Fall, dass dir während deiner Erkundigungen etwas Unvorhersehbares zustoßen sollte. Mach okay. Langsam. Das braucht man nur über dem Bett ein Dach. Ah, ich kann das Bett in Besitz nehmen jetzt, wenn ich will. Du kannst mir jetzt gern haben. Echt? Dann müssen wir aber beide das Bett in Besitz nehmen. Nein, das kannst du nicht in Besitz nehmen, weil das habe ich gerade gebaut. Außerdem hat es kein Dach. Ja, aber ich sollte dich doch gern haben. Ja, hast du mir, gell? Hat er gesagt. Hast du mir. Irgendwie will das hier nicht so richtig snappen, die Dachschräge. Ich mach das, hey. Ah, jetzt hat er's. Ja, guck. Meins ist schöner. Geil. Meine ist viel größer. Max, dazu sage ich jetzt nichts. Achso, na, schöner. Naja, da steht schon. Ah, oui, j'ai compris. Vivi, mon chéri, oder was? Ja, oui, mon chéri. Vivi, mon chéri, vous avez, vous avec, vous avez un zweck. Vous avez un zweck. Naja, vous avez un zweck, weißt du? Bett hat nicht genug Schutz. Ah, okay, das fällt nur ein Ding. Ja, ist ja wurscht, das baue ich noch. Na, what's na? Alter Ewigreden. Welches Dachteil ist das, was ihr da gebaut habt? Ja, das ist jetzt gern Lust, gell? Ja, weil ich würde es gerne weiterbauen, deswegen. Weil ich sag das gell.
Das ist ja eine Ecke. Das ist ein Strohdach 45 Grad. Das muss also das sind die 26 Grad ist, auf jeden Fall. Ja, warum geht das hier nicht? Der will das nicht. Ah, jetzt snappt das. Sieht das so gut aus? Ja, sieht gut aus. Jetzt ist die große Frage. Da muss doch ein Dreieck hin, ne? Braucht schon wieder Holz. Jetzt ist die große Frage. Da müssen wir nur irgendwas hinstellen. Ah, das wird schon. Das wird der Schupfen, das wird einmal der Schupfen. Was wird das, ein Schupfen? Ja, Schupfen. So nennt man bei uns eine kleine Hütte, wo das Werkzeug aus, also außerhalb vom Haus. Ein Schuppen halt, ne? Schuppen. Ja, warum nicht Schuppen? Warum nennt ihr das Schupfen? Weil es Schupfen heißt. Hast du so. Seit wann? Das ist bei denen halt so. Immer! Hab ich schon wieder mein Hemd ausgezogen. Unfucking fassbar. Geht das so? Ne, das sieht scheiße aus. Ist verkehrt rumgebaut. Fuck it. Okay. Das ist gar nicht so einfach. Aber es ist cool. Es sieht gut aus. Ah ja, die Grafik könnte wirklich ein bisschen höher auflösend sein. Naja, aber du, für so. So schlimm ist die Grafik ja nun auch wieder nicht. Nein. Nee. Ich wette, gleich bricht das Dach unter mir zusammen, weil ich das ganze Zeit das falsche Teil behake. Mach jetzt hier kein Blödsinn. Du baust die ganze Basis dann allein auf, gell? Was soll ich denn machen? Das Teil ist nur verkehrt, also muss ich es abreißen. Lass einfach, es bricht dann alles zusammen. Na gut. Da muss ich aber wieder reparieren, weißt du? Wieso steht da, hat das Bett nicht genug Schutz? Es ist komplett unter Dach. Oder muss ein Bett in einem geschlossenen Raum sein? Wahrscheinlich. Ich hau anscheinend gegen das Richtige, weil. Okay. Weil das hat weniger Lebensenergie. Ah, okay. Da ist was kaputt. Nee. Nee. Fehlen die Voraussetzungen? Was heißt das? Haha, hat funktioniert. Warum schreibt da hin fehlen die Voraussetzungen? Was ist doch nicht? Fehlende Voraussetzung. Was ist das? Eigentlich. Ich hab kein Holz mehr. Bist du persönlich eine fehlende Voraussetzung? Vielleicht will er damit das sagen. Das gehört man, dass der Boden jetzt so schön gerade ist. Na? I need a tree. Da ist ein großer Tree. Kann man den umhacken? Das müssen viel Holz geben. Zu stabil. Oje. Das heißt, da müssen wir eine Aufrüstung haben. Oh, ich bin schneller gerannt. Ha! Irgendwie faszinierendes Spiel, ha? Ich find's gut. Ich finde das Bauen gut. Es war ein bisschen friemlich, aber ich find's gut gelöst. Ja, das muss man jetzt natürlich checken, ne? Oh, ich habe kein Holz mehr. Ja, keiner von uns. Ah! Boah, Alter, jetzt weiß man fast am Schädel gefallen. Jedes Mal, wenn ich ein Level abmache, denke ich, oh, ich bin Gott. Tja, und mit diesen heiligen Worten ende ich auch die Folge. Gemeckt, was ist mit dir? Was wird? Und sage danke fürs Zusehen. Bis morgen zur nächsten Folge von dir los, sag mal. Valheim. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Warum ist die Kamera schon wieder verdreht? Die will mich verarschen. Die Kamera, die mag mich. So, hallo und willkommen zurück. Automatisches Aufheben ein. Okay. Zu, nicht Miscreated, zu Valheim. Und ich esse mir jetzt mal wieder eine Himbeere. Und den zweiten Pilz.
Ficken gesunde 20 aus da. Cool. Gleich finde ich den. Echt. Ich versuche jetzt mal rauszufinden, wie man Sachen repariert. Mit einem Hammer, glaube ich, oder? Ja, schon, aber wie willst du Sachen, die im Invi sind, reparieren? Das verstehe ich nicht. Schau, der muss ins Invi gehen, das geht. An der Werkbank? Mhm. Aber es geht. Habe ich schon gesehen, habe ich schon repariert. Ich habe mein Hemd repariert, aber ich habe es gleich auszogen lassen. Muss sie dafür in der Hand halten oder? Was ist zufällig? Anvisieren, glaube ich, muss das. Ich mir gut wird. Ah, ich hab's verstanden. Da gibt's auf der Werkbank, gibt's auf der linken Seite einen Button, den klickst du an und dann repariert er. Ja, genau. Achso, das habe ich vergessen zu sagen. Immer noch, das hast du gewusst. So, nochmal ein Dach. Steht ja schon ein Haus. Ja. Ja, Post, geil. Es war vielleicht nicht perfekt gebaut, aber ich finde, es sieht ganz gut aus. Die Baumstümpfe, ne? Könnt ihr auch entfernen. Ja, nochmal umhauen wahrscheinlich, ne? Welche? Das war so die übliche Methode. Die Baumstümpfe, die überall rumstehen. Achso, die geht da. Okay. Oder boxt da was noch? Die Bäume wachsen ständig. Also auch auf dem, wenn der Baumstumpf weg ist, wächst er noch. Ja, ja, der Baumstumpf ist weg. Okay. So. Irgendwie habe ich da jetzt eine Kettenreaktion ausgelöst. Was hast du schon wieder angestellt, Max? Ich glaube, ich habe den ganzen Wald jetzt abgekürzt. Ach so, dann. Wo ist jetzt der? Ah, da oben. Das ist ja. Hey, schaut mal her, Ronny, das musst du aufnehmen. Was denn? Siehst du, weißt du, wo ich bin? Siehst du das? Ich sehe, wo Mathis ist. Hi, Mathis. Schau mal zu mir. Also, dreh dich um. Da ist Primus Maximus. Schau mal, ich habe einen Baum umgeschnitten. Und der ist dann irgendwie da oben gelandet. Siehst du das? Oh! Nein, zu mir her, zu mir her. Und dann in den Himmel raufschauen, in die Baumkrone. Ja, jetzt erkenne ich es, ja. Bitte, Gott, wie geht denn das? Physikalisch korrekt dargestellt. Alter. Naja, den hat's umgeschmissen und dann ist er dumm gelandet. Ja, eben. Wenn ich jetzt den die Buche umhau, dann fährt man der wahrscheinlich am Schädel. Naja, ich hab's gedacht. Oh, Alter. Steine. Ich habe Steine gefunden. Ich glaube, mit einer Spitzhacke haben wir dann diese kleinen Steine farmen. Dann müssen wir erst Level 2 werden oder 3 oder irgend sowas. Ja, denke ich auch. Aber hier sind jede Menge Steine. Wirklich? Okay. Irgendwas grunzt mich an gerade, ich weiß aber auch nicht was. Ah, da kommt ein Wildschwein. Wie so Goblin. Ja, Papa, das ist halb kaputt schon. Was heißt das jetzt? Darf ich es dann nicht fertig machen?
habe jetzt. Hast du ein Gewicht, Mathis? Na klar. Sehr gut.